Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir starten durch nochmal mit einem Update zu der gestrigen Information zur Finanzierung eines Model Y Performance. Ich habe hier nochmal Details bekommen von einem Zuschauer, der dieses in die Kommentare geschrieben hat. Also danke dafür. Also die 475 Euro sind nur erreichbar, wenn du 13.294 Euro auf den Tisch legst und 58 Monate danach noch weiter zahlst. Die zweite Option ist weiterhin natürlich auch ein Ballonkredit, bei dem man dann nach 60 Monaten noch 32.179 Euro hinblättern muss. Also diese zwei Möglichkeiten kreieren dann, wenn du diese wählen würdest, diese 475 Euro. Das jetzt einfach mal nur so am Rande, damit ihr Bescheid wisst, solltet ihr solch eine E-Mail bekommen, dass es eben halt nicht so ist, dass es zu schön, um wahr zu sein, nämlich tatsächlich ist, nämlich die 475 Euro haben dann entsprechend noch diese zwei Haken. Also lasst mich gerne mal wissen, ob ihr überhaupt solch eine Option oder eine dieser beiden Optionen überhaupt in Erwägung ziehen würdet oder ob ihr das lieber direkt selber finanziert, entsprechend mit eurer eigenen Bank. Ja, dann machen wir gleich mal weiter, wo wir ja hier auch in Grünheide schon sind. Es gibt nämlich noch einige andere gute Neuigkeiten für das Unternehmen Tesla. Denn es geht hier um die Nachhaltigkeit und das Recycling. Ich hatte oft darüber gesprochen, auch über das Unternehmen Redwood Materials. Es ist natürlich wichtig, dass dieser ganze Zyklus stattfindet, dass Batterien, egal in welcher Form, ob vom Handy oder von Autos, recycelt werden und dass diese Rohstoffe wiederum dafür benutzt werden, um neue Batterien herzustellen. Und das ist das, was jetzt Redwood Materials macht, mit der sogenannten Kupferfolie. Das ist also Kupferfolie und diese wird jetzt in Amerika nicht mehr nach China zum Recyceln geschickt, sondern wird in Amerika von Redwood Materials recycelt und wird dann Panasonic gegeben, um daraus wieder neue Batterien zu machen. Am Ende des Tages ist das jetzt nicht der direkte Weg zu Tesla, aber es ist ja nun mal bekannt, dass Panasonic Batterien macht, die wiederum ja dann für Tesla sind. Und somit ist es dann eben halt das Kupfer, welches aus 100% recyceltem Material ist. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen, dass dieser Zyklus stattfindet, dass entsprechend irgendwann nicht mehr die Rohstoffe aus der Erde geholt werden müssen, sondern Batterien zum größten Teil entsprechend dann auch aus recycelbarem Material bestehen, weil dann würde ja ein entsprechender Zyklus entstehen. Also ganz, ganz wichtig, das ist eine sehr, sehr gute Neuigkeit. Des Weiteren haben wir noch mehr Model Y Performance zurzeit auf dem Weg auf den Autobahnen. Das ist auch eine gute Nachricht und ein gutes Zeichen, dass es endlich weitergeht, auch wenn ja viele von euch schreiben, dass sie nach hinten wieder gerutscht sind. Ich kann eure Frustration vollkommen nachvollziehen. Auch ich hoffe, dass die Produktion so schnell wie möglich jetzt ansteigt und das ist nämlich bitter, bitter nötig. Und wenn wir nach China schauen, da schauen wir auch gleich noch auf die Lieferzeiten, denn da hat sich auch einiges getan für den chinesischen Markt und das könnte ja auch einen Einfluss auf uns hier in Europa haben, denn die Auswirkungen des Upgrades werden bald sichtbar werden. Wir sehen hier nochmal Marktanteile weltweit am gesamten Automarkt und da ist Tesla jetzt einen kleinen Schritt zurückgegangen im zweiten Quartal, aber für all diejenigen von euch, die Tesla verfolgen, ihr wisst ja, woran dieses liegt. Dieses war erstens auch der Lockdown, aber unter anderem dann auch natürlich die Upgrades, die wir jetzt gehabt haben. Und da ist natürlich der erste Effekt natürlich ein Rückgang. Langfristig wiederum kann es nur nach oben gehen, weil natürlich die Produktion auch ansteigt, wobei natürlich ein Marktanteil immer irgendwann einen Deckel hat. Man kann ja keine 100% erreichen hier. Dann haben wir natürlich noch den Marktanteil der Elektromobilität und der ist tatsächlich ziemlich interessant. China, da erwarten wir 23% bei Ende des Jahres. In Europa 16,1%, dann weltweit sollen es 12,6% sein. Und wir können sehen, es geht rasant. Wenn man bedenkt, wo dieser gesamte Markt noch in Anfang 2020 war, wo wir jetzt sind, das spiegelt sich ja entsprechend auch in den Wartezeiten bei euch wider.
Das Einzige, was man hier kritisieren kann, ist natürlich die Kommunikation von Tesla-Seite. Die Nachfrage ist nicht das Problem, die ist halt wirklich immens. Und das sieht man auch einfach an den Marktanteilen der Elektroautos am Gesamtmarkt. Und das wird sicherlich auch noch weitergehen in diesen nächsten Jahren. Da bin ich gespannt, wo und wie schnell wir in Richtung 50-60% gehen. Ja, dann schauen wir noch weiter auf Neuigkeiten aus China, denn ich hatte ja gerade schon erwähnt, es ist eben halt ein Upgrade stattgefunden und somit haben wir im Juli 28.217 Autos in China verkauft. Das ist auch wieder so eine Nachricht, die wird natürlich jetzt gerne genutzt werden, um Tesla wieder schlecht zu reden, dass es wie gesagt weniger ist als zuvor. Da gibt es schon die ersten, die hier wieder die Keule rausholen. Also bitte immer bedenken, das ist ganz normal, dass Tesla dieses tut. Jetzt wird es erstmal die nächsten 6, 8, 9 Monate wahrscheinlich keine Upgrades geben. Im Gegenteil, man wird weiter die Produktion hochfahren. Und das gilt ja für Grünheide, aber auch Shanghai. Und das ist ja gut, so muss es sein. Das ist der einzige Weg, in dem ihr auch eure Autos schneller bekommen könnt. Und somit muss man dann solche Upgrades akzeptieren, damit dann die Produktion im Allgemeinen langfristig steigt. Und das zeigt sich jetzt auch schon an der Model Y-Variante, die in China jetzt schon nach vorne rückt um 2 Wochen. Wichtig ist aber, dass in China die Performance-Variante Model 3 jetzt eben halt noch gleich ist. Genauso aber auch andere Varianten wieder ein bisschen nach hinten rücken. Grundsätzlich kann man aber sagen, außerhalb der Performance-Varianten, dass wahrscheinlich die Lieferzeit auch ein bisschen wieder nach vorne rücken wird. Vor allem im 4. Quartal sollte dieses passieren, da entsprechend hier ja dann die Produktion, von der wir ja die ganze Zeit sprechen, dann auch voll ausgeschöpft ist und so dann auch schon am Limit läuft. Also ganz, ganz wichtig zu beachten, Jay in Shanghai hatte dieses auch hier gerade nochmal berichtet, der eben halt erwähnt hatte, dass die Standardvariante Model Y, die ja die meistverkaufste ist in China, entsprechend nach vorne gerutscht ist. Also, es ist ein bisschen Hoffnung da, dass dieses dann auch für die Model Y Long Range Varianten, die ja nach Europa noch gehen, auch ein gutes Zeichen ist und vielleicht dann auch die Model 3 Standard Range Variante im 4. Quartal. Morning Chorus, Glovi Summit, beide auf dem Weg nach Southampton. Müssen wir mal abwarten. Beide sollten eigentlich danach auch noch Autos nach Europa liefern, sprich für den europäischen Kontinent. Und da bin ich mal gespannt, wie viel da übrig bleiben wird. Ja, ich danke dir, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Es ist mir eine Freude gewesen. Wenn du neu dabei gewesen bist, lass gerne ein Abo da. Sonst kannst du mich natürlich auch noch auf meinem Podcast Tessie Supply verfolgen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis dann und tschüss.